Halle Parkstraße, Donnerstagabend, bei mir Giovanni zum Review brauchen wir nicht mehr, aber zum Preview auf das Spiel gegen Bocklemünd. Der Schlag verdaut und die Motivation und das, was ihr da erreicht habt, könnt ihr das mitnehmen? Ich glaube, das ist ganz schwer, weil wir hatten jetzt die ersten drei Spiele nach dem Jahreswechsel absolute Highlight-Spiele. Und solche Spiele kosten einerseits Substanz im Training, in der Vorbereitung. Man merkt, dass dort besondere Drucksituationen aufgebaut werden, die aber auch nach solchen Highlight-Spielen auch ganz schnell wieder verfließen. Und die Kunst ist jetzt, den Weg zu finden, sich wieder auf jeden Gegner neu vorzubereiten und letztendlich dahin zu kommen, dass man die Leistung und auch die Konzentration, egal auf welchen Gegner, wieder konzentriert. Ja. Das ist eine Kunst, aber wie wendest du diese Kunst an? Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Die Kunst ist, glaube ich, so eine Mischung zu finden zwischen Lockerheit und das, was bisher passiert ist, als positive Situation mitzunehmen und trotzdem dann an die Spieler zu appellieren, die Konzentration hochzufahren und sich den Momenten und den Situationen bewusst zu werden. Also ich denke, das ist ein Wechselspiel. Als Trainer kann man sagen, Druck kann man nicht ganz nehmen, aber man versucht trotzdem, dass die Spieler jetzt für die nächsten Wochen eine gewisse Lockerheit auch haben und sich auf die nächsten Aufgaben einfach freuen. Ja. Nächste Aufgabe ist Bocklemünd auswärts. Wie überrascht warst du vom Ergebnis, dass Bocklemünd nur mit einem Tor bei Gelpe Strombach verloren hat? Ich habe leider das Spiel noch nicht sehen können. Es war bis dato noch nicht hochgeladen. Werde ich aber noch versuchen, wenn es dann noch hochgeladen wird. Überrascht ein wenig, doch, muss ich sagen. Weil Strombach eigentlich eine Mannschaft ist, die zu Hause sehr stark ist. Bocklemünd natürlich eine Mannschaft, die über eine sehr junge, sehr laufstarke Mannschaft verfügt, die wahrscheinlich in der Lage ist, sehr viel Tempo zu machen. Auch sehr befreit aufspielen kann gegen die oberen Mannschaften, aber auch vielleicht jetzt langsam ein bisschen Druck erfährt, weil es halt nicht mehr so weit ist zur Abstiegszone. Ja, das heißt, Bocklemünd wird definitiv nicht unterschätzt werden. Das darf uns auf keinen Fall passieren, weil dann ist all das, was wir uns erarbeitet haben, mit einem Spiel kaputt. Ja, wir denken aber, was wir uns erarbeitet haben, dafür können wir uns momentan nichts kaufen. Also wir denken wirklich daran, uns gut auf den Gegner vorzubereiten, zu schauen, dass unsere Spieler von der Konzentration, von der Motivation und auch von der körperlichen Verfassung fit sind für diese Spiele. Und alles andere können wir auch nicht beeinflussen. Wir schauen wirklich nur auf unser Spiel und auf den nächsten Gegner. Das Tempospiel hast du als Stärke ausgesprochen. Gibt es auch Spieler, wo du sagst, die stechen aus der Mannschaft heraus? Ja, die beiden Zeilenbrüder sind schon die Spielgestalter. Einer ist der starke Werfer vollkommen links, der andere ist wirklich ein guter Unterhandschütze, guter Kreisanspieler, der auch sehr gut die Wege für die anderen Spieler erkennt. Es ist insgesamt eine homogene Mannschaft, die auf allen Positionen ausgeglichen besetzt ist. Da sticht keiner direkt hervor. Ist ein Team, was auf allen Positionen auch Wechselvarianten hat. Jetzt haben wir ja bei uns den Timo Richtung Lausanne in Anführungszeichen verloren, ich sag mal, weggeparkt. Hi Timo, hi Jonas, ihr seht uns aus der Ferne. Wie sieht es personell bei uns aus? Ja, unter der Woche hat uns ein bisschen die Grippewelle erwischt, aber ich glaube, das geht vielen Mannschaften der Zeit so. Wir versuchen das im Training aufzufangen mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, die uns im Training unterstützen. Wir versuchen, die Leute, die trainieren können, im individuellen Bereich weiter zu belasten und hoffen dann heute zum Abschlusstraining, dass wir dann in kompletter Mannschaftsstärke wieder 6 gegen 6 arbeiten können. Ich denke, das ist ein guter Ausblick. Ihr könnt es nicht sehen. Wir haben kurz vor 8. Giovanni wird gleich zur Mannschaft gehen, um dieses finale Training dann auch durchzuführen. Vielen Dank an dich, dass du Woche für Woche Rede und Antwort stehst und dabei hilfst, dass, ich sag jetzt mal, auch andere den HC, die erste Mannschaft, dann auch wahrnehmen, kennenlernen. Wir haben immer mehr Follower, Interessenten. Danke, dass du mitmachst, Giovanni, und euch ein gutes Training und für Samstag toi toi toi. Ich bedanke mich für das Interesse. Danke. Gerne.